Das Theater ringt heute um sein Leben. Nicht so sehr aus wirtschaftlicher Not, die allgemein ist. Es krankt vielmehr an der Armut des eigenen Blutes. Mit. Dann können wir alle nur auch aufhören. Steht ihr nur weiter? Okay. Spazieren? Das ist Unsinn, lauter Unsinn. Aber es muss doch viel erhabener sein, von einem Mann geliebt zu werden, als von einem Mädchen. Seit Wochen wollte ich dich etwas fragen, Händler. Aber vor 5 muss ich zu Hause sein. Wir gehen dann zusammen. Ich nehme den Korb und wir schlagen den Weg durch den Bach ein. So sind wir in 10 Minuten auf der Brücke. Wenn man so da liegt, die Stirn in die Hand gestützt, kommen einem die seltsamsten Gedanken. Was wolltest du mich fragen, Mensch? Ich sehe dich, Händler Bergmann. Lachen und dein blondes Haar schütteln und mir wird so ernst dabei, wie einem Geächteten. Dein Herz will ich schlagen. Licht? Dein Herz will ich schlagen. Nicht, Melchior, nicht! Man liebt sich, wenn man sich küsst. Oh, glaub mir, es gibt keine Liebe. Weil ich sie der Freiheit beraube. Handle ich, wie ich will, es bleibt Vergewaltigung. Ich kann nur hoffen, im Laufe der Jahre allmählich. Hätte ich geahnt, wie wohl es einem ums Herz werden kann. Ich möchte hinaus. Du willst ja wohl. Du bist gar nicht befähigt zu urteilen. Wer sind Sie? Das wird sich weisen. Und Sie? Was haben Sie hier zu tun? Und warum? Warum haben Sie 2 Gesichter auf? Nun, ich habe mich erschossen. Und warum bleiben Sie dann nicht, wo Sie hingehören? Schauen Sie nur Ihre Hände an. Teufel noch eins, das zerbröckelt ja schon. So viel kann ich dir sagen, dass die Kleine vorzüglich geboren hätte. Was? Sie war musterhaft gebaut.
Sie erlag lediglich dem Abtreibungsversuch der Mutter Schmidt. Nein! Ich führe dich unter Menschen. Ich mache dich ausnahmslos mit allem bekannt, was die Welt Interessantes bietet. Blink of love.